Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es um die Lösung, um eine mögliche Lösung der Eingabefunktion gehen, und zwar dieses Mal mit einem Array. Wir haben versucht, die Anzahl der übergebenen Parameter zu reduzieren, indem wir ein Array verwenden. Und ich gehe mal direkt in den Source Code und wir gucken uns mal an, wie weit wir bereits gekommen sind. Wir haben die Funktion Eingabe bereits deklariert. Das heißt, wir haben eine Funktion Eingabe, gibt nichts zurück und bekommt letztendlich die Schachtnummer als Character übergeben. Und wir haben ein Array definiert. Das Array heißt Schacht, beinhaltet 8 Integer-Werte, und zwar die einzelnen Münzwerte, also 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent und so weiter. Deine Aufgabe war es ja, die Funktion Eingabe nun zu programmieren. Und wir können das mal zusammen machen, eine mögliche Lösung aufschreiben. Diese Funktion Eingabe wird aufgerufen in dem Hauptprogramm. Dort wird nachgeschaut, Import P1, welche Münze denn eingeworfen wurde. Und abhängig davon, welche Münze eingeworfen wurde, wird die Funktion Eingabe mit dem entsprechenden Parameter aufgerufen. Okay, dann gehen wir hier erstmal hin und definieren unsere Funktion. Unsere Funktion gibt nichts zurück, heißt Eingabe und bekommt einen Charakterwert übergeben und den nennen wir beispielsweise mal Nummer. Und in dieser Variablen, in dem Übergabewert, wird letztendlich die Schachtnummer übergeben. Okay, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und hier können wir letztendlich schon direkt in einem Schritt unser printf angeben. Also wir geben printf und dann sagen wir, der Gesamtbetrag beträgt, das doppelt beträgt, hoppla, das ist eher ein bisschen zu viel, beträgt, und dann %d, dann geben wir halt den Gesamtbetrag aus. Okay, das Ganze in Cent und zum Schluss noch eine Leerzeile. Okay, und jetzt müssen wir den Gesamtbetrag auch tatsächlich übergeben und der Gesamtbetrag ist der alte Betrag und dazu kommt eben noch der Betrag, der eingeworfen wurde, und dazu sehen wir den Schacht und geben den Index an. Wir haben den Index übergeben bekommen und haben den in der Variable Nummer abgespeichert und dann wären wir soweit fertig. Wir möchten den Betrag aber beim nicht nur korrekt ausgeben, sondern wir möchten den Betrag auch entsprechend verändern. Das heißt, wir möchten jetzt auch abspeichern, wie groß der Gesamtbetrag ist. Deswegen müssten wir eigentlich schreiben Betrag gleich Betrag plus Schachtnummer oder auch in der kürzeren Schreibweise Betrag plus gleich Schachtnummer. Das Ganze kompilieren wir mal. Das Kompilieren hat funktioniert. Das heißt, wir haben zumindest keine syntaktischen Fehler drin. Und wir laden das Ganze mal auf den Emulator, gucken uns das mal an, werfen mal ein 1-Cent-Stück ein und bekommen auch die Ausgabe, der Gesamtbetrag, ach, da habe ich mich verschrieben, beträgt 1 Cent. Was noch nicht passiert, ist, dass dieser Port-Pin zurückgesetzt wird, darüber kümmern wir uns gleich. Ich nehme den mal manuell zurück, werf mal eine 1, 2, 5, 10-Cent-Münze ein und tatsächlich, der Gesamtbetrag beträgt 11 Cent, also das eine Cent wurde gespeichert, 10 Cent dazu addiert, bin ich halt eben bei 11 Cent. Und auch hier müssten wir letztendlich das Bit wieder manuell zurücksetzen. Okay, dieses manuelle Zurücksetzen können wir natürlich so nicht lassen, das müssen wir dann schon im Programm bewerkstelligen. Und das kann man folgendermaßen machen. Ja, das Berechnen des Wertes, der zurückgesetzt werden muss, kann man am besten mit dem Shift-Operator machen. Der Shift-Operator sieht so aus, entweder zwei kleiner Zeichen oder zwei größer Zeichen, je nachdem in welche Richtung geschiftet werden soll.
Was Shiften bedeutet, gucken wir uns mal an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben eine Variable, eine Charaktervariable 0x09 und diese Variable c soll um zwei Stellen nach links geschiftet werden. Dazu nimmt man das Kleinerzeichen, das doppelte Kleinerzeichen, und das bedeutet, dass die einzelnen Bits in der Variablen um 2 Bit nach links geschoben werden. Also folgendermaßen, 0x09 bedeutet hier im obersten Nibbel 4 mal die 0, dann 8 plus 1 sind entsprechend 9. Und wenn wir nun diese Bits um 2 Stellen nach links shiften, dann bewegt sich letztendlich jedes Bit um 2 Stellen nach links und auf der rechten Seite werden Nullen hinzugefügt. Das heißt, diese 1 wandert nach da, diese 1 wandert nach da und ansonsten alle Bits wandern um 2 nach links und rechts werden Nullen eingefügt. Das sieht dann entsprechend so aus. Die 1 ist nach da gewandert, die 1 ist nach da gewandert. Das gucken wir uns am besten mal im Programm an. Und zwar gehen wir hier zunächst mal hin, beenden dann erstmal unseren Emulator. Okay. Zum Beispiel hier am Port 2. Den habe ich hier schon auf 0 gesetzt. Und da können wir beispielsweise mal hingehen und können sagen, den Port 2, P2 ist gleich. Wir lesen den Port 2 aus und shiften um 2 Stellen nach links. Kompilieren das Ganze mal. Das scheint syntaktisch zu funktionieren. Und rufen das Programm mal auf. So, und jetzt können wir beispielsweise hier unsere 9 einsetzen. 8 und 1 ergibt 9. Und wenn wir das jetzt um 2 nach links shiften, dann sieht man, aha, das Bitmuster ist letztendlich um 2 Bits nach links geschiftet worden. Ich mache das nochmal. Okay, und jetzt beim nächsten Mal würde das Bit links rauslaufen und das Bit würde auf die Stelle springen. Machst es auch und dann noch einmal gedrückt, springt es raus. Ich setze nochmal dieses niederwertige Bit, um einfach nochmal zu sehen, dass dieses Bit letztendlich um 2 Stellen immer springt. Immer wenn ich auf Return drücke, muss natürlich in diesem Fenster sein, wenn ich auf Return drücke, dann springt letztendlich das Bit um 2 Stellen nach links. Ja, und das kann man nutzen, um letztendlich in dem Programm das richtige Bitmuster zu berechnen, um den Port, um das jeweilige Bit zurückzusetzen. Ja, und das soll letztendlich auch die Knobelaufgabe für dich für nächste Woche sein. Knobel einmal raus, aus wie man letztendlich, da habe ich es unten schon gezeigt, hoppla, wie man letztendlich dieses Bit wieder löschen kann.